Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Ja. Wo ist er denn? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Durchaus, durchaus. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Sag bloß, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Mhm. Warum das große Geheimnis? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Oh. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Verständlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihlus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Beurteilen? Warum das denn? Wobei andererseits, ich nehme immer die oberen Fragen, weil das sind, habe ich das Gefühl, die besseren, um auf der guten Seite zu sitzen. Weil manchmal hat man hier dann irgendwelche, das ist ja auch bei BioWare oft so, irgendwelche Stichworte, die man auswählen kann und dann antwortet er eigentlich das komplett andere, was man in diese Stichworte reininterpretiert hat. Von daher gehe ich immer den mehr oder weniger sichereren Weg und weiß, hier unten hast du die negativen Dinger, hier oben hast du die positiven und hier in der Mitte hast du meistens die neutralen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Arkuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Oh, er persönlich sogar. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Mhm. Auch ein gutes Beispiel. Das ist immer schön. Man sollte nämlich nicht alle über einen Kamm scheren. Weder Menschen, noch in dem Fall Turianer. Man sollte auf die Qualifikationen achten bei sowas zum Beispiel. Das ist auch was, was mir an dem Nihlus so gefallen hat. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander.
Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Die Stimme von Nihilus kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht, von welchem Schauspieler bzw. Synchronisator. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. In der Tat. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Ja, in der Tat. Oder es sind irgendwelche, delikaten Daten. Wer weiß. So, falsche Hände? Welche falschen Hände denn? Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Kriegen wir hin. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Oh. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Angriff der Tentakelmonster. Tarnsysteme werden aktiviert. Das
sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Oder sind wir schon? Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. So, aber bevor wir weitermachen, was haben wir denn hier im Squad? Guck mal, da können wir nämlich den guten Kai deiner Linko ein bisschen aufwerten. Die Chiffrierung haben wir mal rein, werfen haben wir mal rein und den Jenkins. Zack, zack. So, dann haben wir die beiden. Was haben wir an Missionen? Ja, zur Ausgrabungsstelle. Geben Sie sich zur Ausgrabungsstelle, wo der Sender gefunden wurde. Jupp, machen wir gleich. Und im Codex, da haben wir wieder einiges. Er zeigt das hier schon wieder an. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege, dass er hier ständig mit den Spieler-Tutorials kommt. So, haben wir hier was? Nein, doch. Vor 50.000 Jahren waren die Proteaner das einzige weltraumfahrende Volk der Galaxie. Sie wurden durch einen schnellen Vernichtungsschlag in der gesamten Galaxie ausgelöscht. Nur die Erbstücke ihres Reichs zeugen noch von ihrer Existenz. Es wird angenommen, dass sie die Massenportale und die Zitadelle erschaffen und damit zahllosen Völkern das Reisen und die Bevölkerung der Galaxie ermöglicht haben. Proteanische Ruinen finden sich auf einer Reihe von Planeten in der ganzen Galaxie. Diese seltenen Fundstücke sind oftmals ungeachtet ihres hohen Alters in bemerkenswert funktionstüchtigem Zustand. Ganze Generationen von Plünderern haben ihre vernichteten Städte und verlassenen Stationen durchforstet. Es gibt zudem Theorien, dass die Proteaner eine Rolle bei der Evolution der jüngeren Völker gespielt haben sollen. So finden sich zum Beispiel auf Kajay, der Heimatwelt der Hanar, deutliche Zeugnisse proteanischer Zivilisation. Und die Entdeckung eines proteanischen Observierungspostens auf dem Mars führte bei den Menschen zu einem erneuten Interesse an der Interventionsevolution. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass die göttlichen Mythen antiker Zivilisationen in Wahrheit Begegnungen mit Außerirdischen darstellten. Nicht auszuschließen. Ich glaube, wir machen das so, dass ich die Einträge hier immer gebündelt ab einem gewissen Punkt durchgehe, wenn, sag ich mal, keine Handlung erforderlich ist. Also keine Action, wie jetzt im Hintergrund das Geballer schon zu hören ist, sondern wenn man einen ruhigen Punkt hat. Ich glaube, das ist besser. Dann lasse ich das dementsprechend durchlaufen. Lass diese attraktive Dame mit einer sehr attraktiven, beruhigenden Stimme, wie ich finde, die Einträge vorlesen. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Auch für die Leute vielleicht, die das nicht interessiert und da nicht zuhören wollen, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu skippen, wenn sie möchten. Von daher gehen wir mal ins Geschehen zurück. Ach, guck mal, da fliegt die Normandie ab. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Was haben wir denn da? Du bist weg. Nicht jetzt, Commander! Die wollen alle keinen Smalltalk halten. Oh Gott, was war hier los? Verdammt! Treffen kann ich. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Oh. Warte mal. Mit R werfe ich... Okay, mit R werfe ich Granaten. Ich wollte mit R jetzt eigentlich nachladen. Wie lade ich denn nach? Scheiße. Egal, das zeigt er mir bestimmt noch. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Oh, das war die Granate, die, glaube ich, die ich geworfen habe. Was haben wir denn da? Loot tut gut. Verbessertes Visier. Nehmbar. Noch irgendwas? Nö.
geht's nicht lang. Geht's da hoch? Ja. Oh Gott, was ist hier geschehen? Da wurde was angegriffen, ne? Würde ich mal vermuten. So Sherlock Holmes-mäßig. Hat ja nicht lange gedauert mit ihm. Ja. Nein, ich habe schon wieder R gedrückt. Ich glaube, wir sind fertig, Commander. Ach, ich glaube, hier muss man gar nicht nachladen, deswegen. Im ersten Teil musste man gar nicht nachladen. Jo. Stimmt. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Das ist so der Quoten-NPC, weißt du, der Erste, der immer erstmal einen großen... Ups, jetzt trabbel ich in Ordnung im Gesicht rum. So eine große Rede hält von wegen, oh, ich werde richtig einen reinhauen. Und dann ist er der Erste, der umfällt. Zielen ist noch nicht so meins. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Jo. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Bogdat. Was haben wir hier Schönes? Kampfsensor, Rückstoßdämpfer, annehmbar. Kann ich theoretisch da jetzt schon was einbauen? Ja. Hier Waffe hat wenigstens ein Waffen- und ein Munitions-Upgrade-Slot. Mhm. Da. Guck mal, da können wir doch schon mal ein Visier reinbasteln. Dann haben wir ein besseres Ziel. Okay, da haben wir nichts. Was haben wir denn hier noch? Rückstoß, da brauchen wir nicht. Kampfsensor. Ja, Visier ist schon mal gut. Visier kann nicht starten. Haben wir hier noch was? Kampfsensor, Rückstoßdämpfer. Ich habe noch keine großartig anderen Waffen. Oh, ich habe schon ein Scharfschützending. Das ist ja nice. Gut, da haben wir noch nichts. Denn... Konnte die Waffen noch auf andere Art und Weise auch noch auswählen. Ich muss mich gerade so ein bisschen... Sie gehen, drücken Sie Y. Ja, danke. Es gab ein Interface... Ich weiß nur nicht, ob das hier jetzt auch bei dem so war. Wo man die Waffen besser wechseln konnte. Oh Gott, oh Gott. Wackelt noch ziemlich. Ja. Schilde sind. Was hast du mit deinen Schilden? Meine sind noch in Ordnung. Ziel mit dem Ding ist nicht so gut. Bleiben wir erstmal bei, warte mal, wir können, ja, wir haben ja ein Zielding gehabt. Das basteln wir einfach mal. Ach nee, dazu muss ich ihn erstmal, genau, dazu muss ich ihn erstmal hier rausnehmen. Zack. Und dann können wir das hier einbauen. Zack. Dann bauen wir bei ihm ein. Einige Feinde nutzen Störtechnologien, um den Waffenradar zu blockieren. Ja, Rückstoßdämpfer. So. Wie schaut's jetzt aus? Na?
Spieler? Ja, ein bisschen. So, weiter geht's.